Oh, stimmt, die Tiere. Ihr habt recht, Chat. Twitch-Chat. Weise. Habe ich eigentlich einen Punkt frei? Nein. Ich brauche unbedingt das vierte Zauberset. Dann mache ich mir ein Set nur für die Tierzucht. Jetzt muss ich nämlich wieder umswappen. Die sind schon wieder hier angelatscht. Komm. Weil sie genau wissen, gleich gibt es hier Futter, Mutter. Aber wir haben nur einen Hippogreif. Stimmt. Den zweiten habe ich nicht erwischt. Hello! Wunderschöne Tiere. Auch die Tiere sehr schön designt, ne? Also muss man auch mal loben. Gar nicht verbeugt. Ja, ich glaube, das verzeiht er uns, weil wir ihn gerettet haben. Kann man auf dem auch fliegen? Wohl ja, haben wir aber noch nicht gelernt, weil wenn ich hier bei Ausrüstung reingehe, haben wir hier einen Slot für, ich glaube, da ist genau meine Cam drüber, für fliegende Reittiere. Hier. Haben wir aber noch nicht freigeschaltet, ist noch gesperrt. Und hat man auch schon in dem Teaser-Material gesehen, dass das wohl gibt. Ja, Opa. So ist das, wenn man ein geiles Spiel, zuschaut, ne? Ah, verschlossen wieder, unerträglich. Rebellion. Hallo. Ein Hybrid vielleicht. Springende. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie Feature bereits auf Spiel. Ewig verzaubert. Das Kampfsystem ist einfach erst nur geil, gestern, ne? Habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Ist das Game im die 75 ging Eugen die wert? Sonne unter. Ja. 100%. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wir sind auch eigentlich ein OP-Schüler, oder Chat? Wir können extrem gut kämpfen, zaubern, fliegen können wir gut, Zaubertränke haben wir drauf. Bitte, achten Sie auf die Pflanzen. Und in Kräuterkunde sind wir auch Profi, weil wir Crush auf die Lehrerin haben. Ich meine, weil wir uns besonders doll anstrengen. Sind einfach X der Musterschüler. Professor Garlic, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. X der Streber. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher und tröstlich, aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann.
Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder in St. Mungo. Das lese ich hier im Chat, Mann. Ich bin fassungslos. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt, Kräuterkunde, extra Punkte, weil wir uns das alles angehört haben. Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Immer nett sein, Chat. Oh, im Schatten der Blutlinie. Ich bin auch mal gespannt, wann die Poppy-Quest kommt. Die ich angespielt habe beim Event. Wingardium Leviosa. Main Story. Mofuka TV, danke noch für den frischen Prime. Und Elias, danke für 18 Monate. Er schreibt einfach Spiel God of War. Spiel schreibt er. S-P-I-L-L. Ich hab alles gesehen. Ich kann in Frieden sterben. Ich hab einfach gesehen Spiel mit Doppel-L und ohne E. Wahnsinn. Hallo, ich bin's, Gareth. Piss dich. Schüler geflogen. Der schon wieder. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Opa. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas?
Endlich, Chat. Es hat so lange gedauert. Wir sind angedockt. An die grüne Magie. Crucio, richtig? Der Cruciatusfluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Omnis beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Omnis wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Krank. Wahnsinn. Wie entsetzlich. Armer Omnis. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Omnis und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Omnis vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Omnis schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Auf die Eule warten. Sorry, dass ich aktuell immer mal wieder aufs Handy schaue, Chat. Auch Management und so. Aber zum Antworten mit dem Cutter, Puff, Peng. Ich weiß nicht, ob man in Hogwarts überhaupt Bekanntschaften machen kann, also Beziehungen. Ich glaube nicht. Ist doch auch mal was Gutes. Ein Spiel, wo das nicht auf Krampf drin ist. Das ist die Frage, wann meldet sich Sebastian? Lass mal Zeit verstreichen. Keine Romanzen. Na, ist doch okay. Wir sind auch der nächste Dumbledore, Digga. Wir brauchen das nicht. Vielleicht muss man einfach eine Main Story erledigen. Baxter, keine Sorge, Bruder. Entspann dich doch. Wie viel Spielzeit schon in-game? 16 Stunden. Was soll ich dafür machen? Besiege schwarze Magier 4 von 70. Der Boy hat das ganze Game durchgespielt, bevor es andere spielen können. Ne, dafür ist tatsächlich zu groß. Dafür ist zu groß, mein Junge. Aber ich genieße jede Minute, Digga. Und ich freue mich schon wieder auf den morgigen Stream. Ich bin schon wieder 6 Stunden drin. 6 Stunden? What? Ich schwöre, es kommt mir vielleicht maximal vor wie 2.
Revelio. Du bist schon bei 17 Spielstunden. Ja, ist ein Game, das kann man gut absuchten, ne? Ich muss auch sagen, in dem Spiel gefällt mir auch der Side-Content. Der Side-Content sind gut geschriebene Quests. Man kriegt immer irgendwas, was man gebrauchen kann. Und dadurch hat man auch Spaß, den Side-Stuff zu machen. Auch weil man halt auch Zauber und so kriegt, ne? Man braucht die Zauber nicht unbedingt. Aber man will sie machen, weil man die wiederum für die Rätsel braucht. Und die Rätsel geben einem wieder, was weiß ich, mehr Inventarslots, bessere Magie, also mehr alte Magiezugriff, etc., etc. Das greift alles gut ineinander. Chat immer gerne für die Leute, ne, wenn die üblichen Fragen kommen, einfach die Frage für die Brees beantworten. Das wäre sehr korrekt. Was? Morgen Prüfungen? Was ist da los, Franzi? Good luck. Im E-Sports. Warum müssen wir Astronomie belegen? Das ist nicht mal Magie. Für einen Fünfer mache ich das. Und 5 Minuten Timeout? Kein Problem, kriegst du. Der Drache. Hier, Bruder. Zack. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Müssen nicht eigentlich langsam... Meine Damen, Professor Shah, Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Eigentlich müssen wir doch langsam voll den Ruf haben in der Schule. Und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen Sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein. Stellen Sie es scharf. Selbstständig. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Na klar. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden dieselben Noch mehr Sterne beobachteten. Zu erledigen wahrscheinlich. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Gib mir meine EP. Hallo! Schön, dich wiederzusehen. Wir Ravenclaws müssen zusammenhalten. Oh, hallo, Amit. Ja, aktuell habe ich noch nichts von Bild gesehen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Nur als du hast Stats kein erhöhen. Eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Danke, wie nett. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also Excellent. Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nicht zu übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Revelio. Oh nein! Oh mein Gott. Wisst ihr, was an der Stelle passiert ist, Chat? Oh mein Gott, ich krieg grad so Gänsehaut. Wisst ihr es, Chat? Es sieht nur anders aus. Aber ihr wisst es.
Oh mein Gott. Ganz, 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 ganz heftiger Turm. Tom. Hä? Revelio. Schlimmste Szene aller Zeiten. Digga, bin ich doof? Muss ich hier irgendwo rein? Tür abbiegen? Ach, hier ist noch eine kleine Treppe. Lost. Komm, trink! Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Gut gepflegt. Die perfekte Nacht für... Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunarscope anbieten. Lunarscope. Aber... Ach nee, Lunarscope, nicht Lunarscope. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Char erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Ich habe ungefähr 17 Stunden schon in-game, aber die Zwischensequenzen und so zählen, glaube ich, nicht als Spielzeit. Deshalb ist es immer eigentlich mehr, ne? Ich glaube, nur wenn man aktiv rumläuft im Spiel, das wird als Spielzeit gewertet. Zumindest ist das bei den meisten Spielen so. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los! Klasse! Du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Die Mission gibt aber, glaube ich, gar keine Belohnung. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Schneller. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Bla bla bla. Lumos. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft Destry, zu erforschen. Destry, danke für den frischen Prime. Willkommen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Wo genau ist dieser Altar, den wir suchen? Chris, danke auch für deinen Einer alten Astronomen-Chronik aus der Bibliothek zufolge könnte er irgendwo entlang der Schlossmauer sein. Warum faszinieren dich die Sterne so? Wahrscheinlich, weil es so viel über sie zu lernen gibt. Ich meine, es gibt zu vielen Themen viel zu lernen, aber die Astronomie scheint grenzenlos zu sein. Ständig wird etwas Neues entdeckt. Es werden ständig schon alle Monde sauber und Sterne entdeckt. Erst vor 50 Jahren wurde ein neuer Planet gefunden. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Oh, also gut. Revelio. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Beunruhigendes. Oh, sicher. Incendium. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Accio. Revelio. Mehr Spinnweben? Incendium. Spinnen lauern. Ach, Quatsch.
Doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Revelio. Und was soll ich jetzt hier machen? Wo ist der Typ hin? Jetzt ist er da. Lol. Der ist ein Zauberer. Amit, kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Oh. Wo genau ist die... Revelio. Wie rüste ich denn das Teleskop aus? Hier? Nee. Chat. Send help. Ach, hier. Oh. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Ah ja. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Unschätzbar. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Cool, danke, Bruder. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Hm. Finde Astronomie-Altäre. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Was bekommt man dann, wenn man das macht? Erscheinungsbild. Leider kein Brief von Ehrenbruder Sebastian. Schade. Hm? Ach, Voraussetzung ist das. Oh, guck mal, Chat. Die Main Story könnte man gar nicht machen, wenn man nicht Wingardium Leviosa geholt hätte. Sieh mal einer an.
hin? Ach so, falsch gereist. Mal wieder Doku-Sonntag. Ja, wenn man mal. Sie können sich ja gar nicht wenn ich dran denke, mal wieder auf eine Doku-Mimoko zu reagieren. Ein paar gute abgespeichert habe ich auf jeden Fall immer noch, ja. Heute Abend auch wieder online. Denke, ja. Freitag definitiv auch. Und Samstag sowieso. Er sagt aber, auf geht's nach Hogsmeade. Ich fliege vorbei. Aber mal schauen, ob wir die Tage nicht mal wieder auch ein anderes Game reinstreuen. Aber aktuell echt ganz schön gefesselt von dem Spiel hier. Revelio. Patronus haben wir bis jetzt noch nichts von. Gesehen. Aber das würde ja auch, also der Patronus ist ja gegen Dementoren etc. Deshalb wundert es mich nicht, dass der nicht gespielt ist. Auch wenn es natürlich ein Zauberspruch ist, der so hart in ein Harry Potter Game gehört, wie es nur geht. Ja, bis jetzt habe ich halt den Patronus noch nicht gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob es ihn gibt. Psst, hier drüben. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Ihre Stimme kennt man auch, oder, Chat? Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Du scheinst Rookwood und Harlow unbedingt aufhalten zu wollen. Klingt wie Luna aus Harry Potter. Leute wie ihn kenne ich aus Uganda. Wenn man sie nicht stoppt, ja, können schlimme Dinge geschehen. Safe. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt sollten wir tun, wozu wir hier sind. Doch, oder? Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Nee. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor. Such du einen anderen Eingang.
Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten vielleicht nicht eins zu eins ihre Stimme, aber die Art zu reden trotzdem. Hier. So dieses ruhige, bisschen fast schon flüstern, oder nicht? Revelio. Wir kommen hier rein. Wir kriegen dieses Tor auf. Irgendwie. Irgendwie. Revelio. Luna habe ich immer gemocht. Das ist ein Harry Potter Film. Was das wohl ist? Das Accio. Vigarium Leviosa. Revelio. Vingadium Leviosa. Irgendwie kann man mit Lingardium irgendwie die Sachen drehen, aber wie ging das nochmal? So? Perfekt, danke dir, Bruder. Wie dreh ich's? Mausrad. Sehr witzig. Ah, während ich gedrückt halte mit Steuerkreuz. Kann ich es drehen? Ich will es aber flippen. Sag mir jetzt nicht, ich brauche diesen Flip-Zauber. Da hatte ich es doch auch einmal. Ey, Bruder, nicht! Oh mein Gott. Ich dachte schon, es fliegt wieder aus dem Bildschirm raus, wie das eine Mal. Ich will es aufstellen. Aufgehen und anheben. Imagine. Nee. Vingadium Leviosa. Warum geht das eigentlich nicht? Leviosa. Na, nicht so richtig. Zweite Kiste. Revelio. Nee. So. Lol. Ah. Schweben lassen und draufklettern. Incendium. Revelio. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Natti das Tor zu öffnen. Revelio. Oder es ist danach sogar noch ein Auftrag, also es sind noch mehr. Aber es die muss Main-Mission. Einen anderen Weg geben. Die gehen ja auch immer ein bisschen, ne? Kriegst du jeden Tag Level up? Also im Stream meistens. Accio. Manchmal lasse ich, also manchmal auch nicht. Aber eigentlich schon immer. Gerade jetzt so nach Training, ne? Geht hier irgendwo ein Tor auf? Revelio. In Zentrum. Was fehlt dir im Game am meisten von den Filmen? Revelio. Ja, Harry und so, ne? Die Charaktere, die man halt damals in den Filmen geliebt hat. Aha, auch heute könnte noch das liebt, Tor ne? hochziehen. Einer hatte von euch vorhin auch gefragt, ob man halt Charaktere aus den Filmen trifft. Ne? Das Spiel tut ja 100 Jahre.
vor dem ersten Harry Potter Teil spielen. Man trifft ein paar Leute, wo man die, ja, die zweite Generation über den, also meistens Opa und so, Uropa, die trifft man. Zum Beispiel von den Weasleys und von den Blacks. Ich glaube noch von ein paar anderen, wo es mir jetzt nicht einfällt. Was sind das hier? Berüchtigte Gegner. Ein beeindruckender und gerissener Feind. Kann ich den besiegen? Hallo? Kann ich da einfach hin? Ah ne, dann gehe ich wieder aus dem Einsatzbereich. Vielleicht trifft man auch noch einen Potter. Das wär's. Aber ich glaube, Chat, Hogwarts Legacy bedient sich der IP. Ne, das bedeutet, die an der Welt, aber nicht an den Charakteren der Rebellion. Filme und der Filme und konnte es gar nicht anvisieren. No. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Die Gründungsväter von Hogwarts sind trotzdem tot, Chat. Ja, man kommt rein, Kiritoba. Eigentlich ist es schon nervig, dass man immer jedes Level 1er Schloss noch knacken muss. Wäre schon nützlich, wenn man was skillen könnte, dass man das irgendwann automatisch knackt. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Haltet das Spiel fest! Alter, spielt ihr doch was? Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Beine. Da muss man auch mal dann einen Kruzio anwenden. Na gut, anwenden. Neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach geben. Solange ich wie beim Schlösserknacken wie bei Indie Solution anstellst. Wieso war er da ein bisschen verzweifelt? Ich muss sagen, am Anfang habe ich es auch nicht kapiert, weil man auf diese Lichter achtet, aber die Lichter sind gar nicht der Indikator, auf den du achten musst, sondern auf die Räder, die sich drehen. Ich hoffe, Natti hält sich aus Ärger raus. Super Lost war er. Sympathisch aber. Die loste Ehrenmelone. Incendio. Wie man ihn kennt und liebt. Rebellion. Defunto. Rebellion. Warum drehst du dich jetzt? Auf dich zu drehen. Danke. Nicht gerade der sicherste Ort. Rebellion. Impulso. Akir. Incendio. Rebellion. Ops.
Incendium. Rebellion. Expelliarm. Oh, Alter, wo schleudert er denn die Gegner hin? Die armen Schweine. Oh, diese Scheißattacke ist ja so geil. Habe ich so das Gefühl, auch wenn es kein Splatter gibt, dass wenn es Splatter geben würde, würde es das den Gegner richtig in zwei Teile schneiden und enthaupten. Vielleicht in einem DLC ab 18 dann. Kapi. Dann komme ich auch immer rein mit meinen Sets. Hallo, hin und her wechseln. Ne, man versucht hier auf die Lichter zu achten, Chat. Aber ihr müsst nur einmal das. Also ihr müsst einmal nach links drücken oder halt nach außen, dass das grüne Licht außen ist. Dann müsst ihr warten, dass unten die Räder drehen und das grüne Licht in einem der Räder ist. Dann müsst ihr innen so lange drehen, bis sich die inneren drehen. Eigentlich so richtig simpel. Aber man muss es erstmal peilen. Rebellion. Als ich bei diesem Anspiel-Event war, musste der Mitarbeiter von Hogwarts Legacy es auch jedem zeigen. Niemand hat das kapiert. Niemand. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Er musste das jedem erklären, wie das funktioniert. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause! Levioso! Lass das! Lazio! Das wirst du büßen. Insektum. Oh. Spürst du diese Sache? Konfringo. Eine lächerliche Darstellung. Insektum. Konfringo. Stufe. Ist das alles, rote was wir heute haben? Konfringo. Konfringo. Du kannst nicht. Defindo. Die werden echt stark. Rebellion. Da hätte man mal eine Stun-Granate benutzen können. Alohomora. Also nochmal. Einmal nach außen, dass die grüne Flamme oder halt das grüne Licht draußen ist. Dann drehst du draußen, solange bis sich unten die Räder bewegen und die grüne Flamme in einen der Räder spawnt. Und dann drehst du innen, also drückst du innen nach außen, bis die inneren beiden Räder sich anfangen zu drehen. Und dann wechselt das rote Licht. Rebellion. Und es geht auf. Verstehe ich nicht. Oder dann lösche ich. Expelliarm. Incendium. Macht irgendwie wenig Sinn. Ja, Bruder, sind magische Schlösser, was soll ich sagen? Der Funke sucht sich halt seinen Weg. Weiß gleich wie vorher. Danke, Bro. Ach, Digga, scheiße. Mr. Freedom, ich freue mich schon auf deine dicke Sub-Bump, wenn ich den Führerschein mache. Bevor du hier VIP wirst, Digga, lösche ich den Kanal. So ein Ding ist das. Rebellion. Defunto. Oh, 6 Münzen liegen da auf dem Boden. Also, Rebellion. Das ist wirklich eine Frechheit, was man hier so findet an Loot. Wolkenschwinge. Ganz, alles ganz ist gut. Dolle, traurig. Ganz ruhig. Also
seid ihr? Komm schon. Alohomo. Mach schon. Wahrscheinlich vielleicht danach Wolk, danach Flugtier Magic. Oh! Oh! Geil! Wunderschön! Wohoho. Ich würde alles dafür geben, das im Real Life zu haben. Stellt euch vor, ihr könntet so durch die Luft fliegen. Auf ein Tier, was euch innig liebt. Auf einen magischen Wesen. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Ist das ein Fabelwesenspiel, aber bräuchten die nicht eigentlich, Chat, auch Schweiffedern wie eine Schwalbe, dass sie die Richtung justieren können? So können die eigentlich nur beschleunigen, ne? Aber nicht lenken. Deshalb haben Flugzeuge das auch. Wirklich unglaublich, oder? Machen die mit den Beinen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Das war Hammer. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreifen? Oder neue Taucherausrüstung, Freedom. War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Wolkenschwinge freigeschaltet. Ja, und jetzt kriegt man auch den Vorbesteller Deluxe. Stuff. Ui. Neue Plätze im Tierwesen-Inventar freigeschaltet. 15. Also 3 mehr, oder? Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des... Ich muss sagen, ich feiere mittlerweile die vorlesenden Briefe. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte.
ein EP wieder. Ein Talentpunkt. Boah, das ist ja geil. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das ein Gegner in der Nähe verflucht. Das ist halt so der Gamechanger. Das Töten eines Gegners mit Avada Kedavra tötet alle verfluchten Gegner. Das ist so ein richtiger Combo-Breaker. Verflucht alle Gegner, alle tot. Krank, das wird bestimmt so heftig, wenn man das durchgeregt bekommt. Gegen so eine ganze Masse von Gegnern. Wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil deiner Gesundheit wiederhergestellt. Eigentlich bräuchte ich das nächste Zauberset als Finale, das vierte. Ja, das hole ich mir auch. LOL. Ha! Hä? Ach so, er gehört ja jetzt uns. Aber... voll gemein, ruf ihn halt. Hab ihn nicht in der Tasche. Aber er muss ja irgendwie. Er muss ja irgendwie immer dabei sein, sonst. Müsste er ja erst angeflogen kommen. Ja, das war eine gute Lösung. Aber. Ja, okay. Passt. So, jetzt machen wir hier unser Set. Finales. Machen wir Tierpflege. Dahin. Hup, hup. So gefällt mir das. Perfekt. Bin so gierig auf die nächste Quest von Sebastian und jetzt kommt sie nicht. Los!
Wie hebe ich denn ab? Zeit für etwas mehr Tempo. Ich denke, es gibt ein Limit, wie hoch man fliegen kann. Ja, dann kommt irgendwann nicht Hallo, mehr Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Mal ein bisschen Geld hier wieder machen. Besser ist auch. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht. Immer noch kein Crucio. Ich bin ein Bruch. Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Chat, ihr sollt nicht spoilern, wann man was kriegt. Also ist ja wirklich unerträglich. Und das als Sub. Mods, eine Woche für ihn. Einfach eine Woche, Digga. Wie wechselst du die Zaubersprüche so schnell? Unten rechts habe ich Zaubersets. 4 Stück. Und die habe ich mir selber zusammengestellt. Und dann kannst du die einfach mit dem Steuerkreuz hin und her swappen. Ultra geiles System. Habe ich in Nioh auch schon gefeiert mit den Items. Ne? Bei Nioh tust du schnell Items durchswappen, weil du da ganz viel über Buffs machst. Und hier sind halt die ganzen Zaubersets dann, ne? Und die musst du halt einfach skillen. Du musst in der Main Story an einen gewissen Punkt kommen und dann kannst du das skillen bei Talente. Und das braucht, also man braucht es definitiv. Hier bei Haupttalente kannst du dann das hier skillen. 1, 2, 3. Ab Stufe 16 quasi hast du alle 4 Sets, wenn du es halt skillst, ne? Hoppala. Wenn Stufe 40 Maximallevel ist, bekommen wir noch 17 Skillpunkte. Das heißt, man kann nicht alle Talente haben, wenn ich das richtig sehe. 5, 7 sind 12. Ja, man kann nicht alle haben. Aber alle wichtigen Combat-Dinger kann man später haben. Den hier finde ich eigentlich auch ultra krass. Gegner in Explosivgegenstände verwandeln. Dadurch ist ja nicht nur der Gegner, den man verwandelt, tot, weil er ist ja ein explosives Fass, sondern man kann halt, ja, damit auch noch die anderen Gegner extrem damagen. Ultra strong. Wie weit ich bei Witcher bin, ich denke so bei 85% Main Story. Jetzt bei Witcher sind wir jetzt an dem Punkt, wo nur noch